is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Werk vollendet. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Die ernste, heilige Warnungsbotschaft muss auch in den schwierigsten Gebieten und in den sündhaftesten Städten verkündet werden. An jedem Ort, wo das Licht der großartigen, dreifachen Frohbotschaft noch nicht ausgedämmert ist. Jeder soll die letzte Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes hören. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land soll die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit verkündet werden. Nicht mit großer äußerlicher Zurschaustellung, sondern in der Kraft des Geistes. Die Nachricht von der erneuernden Macht der Gnade Gottes wird in jedes Land, in jedem Landstrich getragen werden, bis die Wahrheit wie ein Gürtel die ganze Welt umschließt. Zu der Zahl derer, die versiegelt werden, gehören Menschen aus allen Nationen, Rassen, Sprachen und Völkern. Aus jedem Land werden Männer und Frauen zusammengeholt werden, die vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm stehen und ausrufen werden: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und die ganze Erde soll mit der Herrlichkeit der göttlichen Wahrheit erleuchtet werden. Das Licht soll allen Ländern, allen Völkern scheinen. Und es soll von denen scheinen, die das Licht empfangen haben. Der Morgenstern ist über uns aufgegangen. Und wir sollen sein Licht auf den Weg derer scheinen lassen, die im Dunkeln sind. Eine Krise kommt unmittelbar auf uns zu. Wir müssen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes die großen Wahrheiten für diese letzten Tage verkünden. Es wird nicht lange dauern, bis jeder die Warnung gehört und sich entschieden hat, dann wird das Ende kommen. Die Wahrheit, die in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft enthalten ist, muss an jede Nation, jede Rasse, Sprache und an jedes Volk gehen. Die Dunkelheit jedes Kontinentes erhellen und bis zu den Inseln im Meer vordringen. Dieses Werk darf nicht aufgeschoben werden. Unsere Parole soll heißen: Immer weiter voran. Himmlische Engel werden uns vorangehen, um den Weg zu bereiten. Unsere Verantwortung für die Gebiete jenseits der Grenzen kann erst dann niedergelegt werden, wenn die ganze Erde von der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet worden ist. The Lord is coming. Are you ready?